Jo Leute, mein Name ist Tim und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nun dauert es nicht mal mehr einen Monat, bis Pokémon Schwert und Schild rauskommen. Und Freunde, ich bin mittlerweile richtig heiß auf die Spiele. Mit jeder neuen Ankündigung wurde mein Hype größer und meinetwegen dürfen die Spiele auch jetzt in dieser Sekunde schon erscheinen. Da der Release der Spiele aber nun auch schon so nah ist, durften ausgewählte Pressemagazine bereits die ersten 2 Stunden des Spiels in einer exklusiven Preview anspielen, welche im Übrigen weitestgehend positiv ausgefallen ist. Dadurch ist auch viel neues Bildmaterial an die Oberfläche gelangt und auch einiges an neuen und spannenden Infos durchgesickert. Nachdem der kurz zuvor erschienene Trailer zu den neuen Kanto Gigantamax-Formen die meisten Fans eher kalt gelassen hat, ist das wahrscheinlich auch genau das, was einige von uns jetzt gebraucht haben. In diesem Video möchte ich mit euch über möglichst viele dieser neuen Informationen sprechen und gerne auch mit euch in den Kommentaren darüber diskutieren. Aber gut, gehen wir das Ganze doch einfach mal Häppchen für Häppchen durch. Zunächst mal wurden ein paar neue Pokémon für den Galadex bestätigt, darunter nämlich die Entwicklungsreihen von Natu und Quiekel sowie das Pokémon Moruda. Außerdem hat man schon einen Blick auf die Starterwahl werfen können, wobei man direkt vor der Auswahl seines Starters das Spiel speichern kann. Das mag jetzt erstmal uninteressant klingen, für Shiny Hunter jedoch, die versuchen ihren Starter auf ein Shiny zu resetten, ist das extrem angenehm, vor allem da man direkt erkennen kann, ob der Starter nun ein Shiny sein wird oder nicht. In Sonne und Mond beispielsweise musste man den Starter unmittelbar nach der langen Kapuriki-Cutscene auswählen, was für Shiny Hunter damals eine blanke Qual gewesen ist. Das ist jetzt zwar keine Nische, in der ich mich wiederfinde, allerdings freut es mich ungemein für diejenigen, die ihren Starter gerne in Shiny bekommen wollen. Kommen wir jetzt zu einem kleinen, aber doch sehr feinen Quality of Life Change. Die Schwester in einem Pokémon Center kann nicht nur eure Pokémon heilen, ihr könnt bei ihr außerdem nun jederzeit die Spitznamen eurer Pokémon ändern oder Attacken vergessen lassen. Man hat also nun in jeder Stadt bzw. in jedem Pokémon Center einen Namensbewerter und einen Attackenverlerner. Wobei ich mich frage, inwieweit der Attackenverlerner sinnvoll sein wird, da es ja eh keine VMs mehr gibt, aber das werden wir dann schon sehen. Eine andere Sache, die zwar schon bekannt ist, über die sich viele Leute allerdings aufgeregt haben, wurde jetzt nochmal ein bisschen deutlicher formuliert. Wie einige von euch bereits wissen, lässt sich der EP-Teiler in Schwert und Schild nicht abschalten und ist allgegenwärtig. Aber die Menge an Erfahrungspunkten, die das Pokémon erhält, bemisst sich nach seinem Level. Somit bekommen Pokémon niedrigen Levels mehr Erfahrungspunkte zugesprochen als hochgelevelte Pokémon. Das ist meiner Meinung nach ein großartiges Balancing-Konzept, da man somit auch erst spät gefangene Pokémon leicht an das Level des Teams angleichen und benutzen kann. Der Pokédex bekommt außerdem auch ein kleines Upgrade. Dieser soll euch nun auf jeder Route eine kleine Minimap öffnen können, welche euch zeigt, welche Pokémon ihr in diesem Gebiet fangen könnt. Ich fühle mich dabei sehr an die Habitatsliste aus Schwarz und Weiß 2 erinnert, was damals schon ein ziemlich nettes Feature war. Als nächstes hätten wir dann auch einige neue Informationen bezüglich der Naturzone. Und Freunde, die klingen einfach richtig spicy. Die Naturzone soll ein gigantisches Areal sein, in der ganz eigene Spielregeln gelten und das sich extrem vom normalen Spielgeschehen unterscheidet. Dieses gigantische Gebiet, das im Übrigen ungefähr so groß sein soll wie 2 Regionen aus der Breath of the Wild Karte, soll außerdem schon nach knapp einer Stunde im Spiel betretbar sein können. Außerdem könnt ihr dort, wie in diversen klassischen JRPGs, Pokémon begegnen, die weit höher gelevelt sind als eure Pokémon zu dem Zeitpunkt. Stumpf gesagt, könnte es also passieren, dass ihr euch entscheiden müsst, ob ihr eurem Level 6 Taubsi jetzt den Kampf gegen ein Level 60 Gyarados zumuten möchtet, oder ob ihr doch lieber noch wartet, bis eure Pokémon ein bisschen stärker geworden sind, bevor ihr dieses Gyarados fangt. In der Naturzone haben außerdem manche Pokémon eine gelbe Aura um sich herum. Auf diese Pokémon solltet ihr ganz besonders achten, denn diese können über Zuchtattacken verfügen und haben maximale DVs auf einige Statuswerte. Insgesamt gibt es außerdem 3 Möglichkeiten, einem Pokémon in der Gala-Region zu begegnen. Zum einen die klassische Methode, bei der einem die Pokémon zufällig im hohen Gras anspringen, wie man es halt schon aus allen Pokémon-Spielen kennt.
Zum anderen aber auch die aus Let's Go bekannte Methode, bei der die Pokémon bereits in der Overworld zu sehen sind, was ich übrigens nach wie vor für einen großartigen Kompromiss halte. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass im hohen Gras ein Ausrufezeichen aufploppt, welches man untersuchen kann, um so einem neuen Pokémon zu begegnen. Einige berichten, dass diese Pokémon auch über bessere DVs und Zuchtattacken verfügen sollen. Ob das stimmt, ist bislang allerdings noch unklar. Unwahrscheinlich wäre es aber nicht, da es ein ähnliches System bereits in Omega Rubin und Alpha Saphir mit dem Dexnerf gegeben hat. Außerdem kann man in der Naturzone jederzeit frei auf seine Box zugreifen, ohne vorher ein Pokémon Center aufzusuchen. Also genau wie man es zum Beispiel in Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli konnte. Außerdem scheint in der Naturzone eine eigene Währung namens Wattzähler zu existieren, mit der ihr euch Ausrüstung und andere Items kaufen könnt. Ihr merkt schon, das System der Naturzone unterscheidet sich an einigen Stellen sehr vom normalen Spielkonzept. Und zum Schluss natürlich noch die beste News. Man kann tatsächlich das Fang-Tutorial in Schwert und Schild überspringen. Allein diese News sollte doch wohl schon reichen, um Schwert und Schild zu den besten Pokémon-Spielen aller Zeiten nennen zu dürfen. Das war's dann eigentlich auch schon soweit mit den Neuigkeiten zu Pokémon Schwert und Schild, die jetzt über die letzten Tage so in einzelnen Happen reingesickert sind. Ich hoffe, dass ich nichts Großes vergessen habe. Falls doch, dürft ihr mich natürlich liebend gerne darauf in den Kommentaren aufmerksam machen. Und ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, dass vielleicht auch einige Neuigkeiten für euch dabei waren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch die News um Schwert und Schild gefallen haben und falls ja, was davon hat euch am meisten gefallen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und falls euch das Video insgesamt gefallen hat, lasst dem Ganzen gerne eine positive Bewertung da. Ich freue mich sehr auf den Release von Schwert und Schild und auch dazu wird es natürlich dann von mir jede Menge frischen Content geben. Alles klar, Leute, das war's dann soweit von meiner Seite. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao.